Ich grüße euch und heiße euch willkommen hier zu einem dunklen, trockenen Sommer. Ich weiß nicht, wie ich es sonst nennen soll. Aber dadurch, dass sich Total War Warhammer in einer Krise befindet, nenne ich es jetzt einfach mal so. Total War Warhammer 1 damals kam auch nicht gleich ganz so gut an. Aber dann nachher hat sich das schnell geändert. Dann wurde es eigentlich ein sehr, sehr guter Hit. Und eigentlich war was ganz anderes geplant. Also eigentlich war geplant, dass man der Total War Warhammer 1 immer wieder erweitert. Ja, man erweitert immer wieder neue Völker, fügt man hinzu immer wieder die Map, die wird immer wieder erweitert. Und davon hat man dann irgendwann abgelassen. Und hat dann dieses Trilogie-Format eingebaut. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich die bessere Entscheidung war oder nicht. Das kann ich nicht beurteilen. Grafisch ist es natürlich so besser, wenn es eine Trilogie gibt. Aber ja, wie gesagt, das kann ich halt nicht so ganz beurteilen, was jetzt das bessere Format gewesen wäre. Wie ihr seht, habe ich Total War Warhammer 1 auch schon sehr viel gespielt. 888 Stunden. Es war ein Genuss, ja, mit auch sehr vielen DLCs. Das muss ich hier einfach nochmal erwähnen, weil Total War Warhammer 2 kam anderthalb Jahre später schon raus und wir sehen ja, hier gibt es wirklich sehr, sehr viele DLCs in diesem kurzen Zeitraum. Ja, also das sind nur anderthalb Jahre und trotzdem ist hier sehr viel released worden. Das ist ja ein Zeitraum, der ist ja heute gar nicht mehr möglich. Ja. Zumindest in keinem Total War Spiel. In welchem Total War Spiel hat man sowas hier zuletzt gesehen, dass in anderthalb Jahren hier so viel Content rauskommt? Keines. Sowas gibt es gar nicht mehr. Das Ganze wurde dann erfolgreich fortgesetzt mit Total War Warhammer 2, aber die DLCs, die haben teilweise auch sehr lange gedauert. Aber wenn sie denn da waren, mit einigen anderen Updates, dann haben sie sowas von reingeknallt und finde, jedes DLC ist sehr, sehr gut geworden. Die machen alle sehr viel Spaß, auch die ganzen Free-DLCs. Die sind zwar klein, aber dennoch top. Die Qualität, die ist immer sehr gut gewesen. Und es macht auch einfach noch immer sehr, sehr viel Spaß. Ansonsten hätte ich nicht über 5900 Stunden dort hineingesteckt und so viele Kampagnen für euch gestreamt. Das muss ich hier einfach mal sagen. Nun sind wir allerdings bei Total War Warhammer 3 und ich glaube, ich bin einer der wenigen, die hier wirklich über 400 Stunden reingesteckt haben in Total War Warhammer 3, weil ich einfach alle Kampagnen spielen wollte. Ich wollte mir einfach alle Fraktionen genau ansehen. Ich wollte die Cutscenes freischalten, damit sie für euch hochladen kann. Und ich wollte einfach auch die Völker und die Map genau besser kennenlernen. Leider ist Total War Warhammer 3 jetzt gerade in einer schweren Krise angelangt. Das Spiel hätte nicht so früh rauskommen sollen, sagen einige, und dem stimme ich auch zu. Das ist einfach alles viel zu früh gewesen. Einige haben mich angeschrieben, wie kannst du immer noch Total War Warhammer 3 spielen? Wo ich das noch gespielt habe, ja. Wie, das habe ich ja eben erwähnt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja jetzt wieder Total War Warhammer 2 angefangen zu spielen und wenn ich jetzt diesen Vergleich sehe zu Total War Warhammer 3, also dieses Gameplay, ja, dieses reine Gameplay mit den neuen Mechaniken von Warhammer 3, das ist deutlich besser und auch die Performance in den Schlachten, die ist auch deutlich besser. Dafür muss ich sagen, läuft die Performance auf der Total War Warhammer 2 Kampagnenkarte wiederum besser. Denn diese ist nämlich wiederum schlechter in Total War Warhammer 3, ja. Ja, was genau ist denn jetzt alles so scheiße oder was ist so schlecht an Total War Warhammer 3? Und dafür brauchen wir eigentlich nur auf die Roadmap gucken.
Wir sehen hier banale Dinge, die jetzt hier erst noch hinzukommen, die eigentlich schon hätten drin sein müssen. Ja? Zum Beispiel Auto-Resolve Improvement. Ja? Ich weiß gar nicht, warum CA das dort hingeschrieben hat, weil das ist ja in jedem Total War ein Problemfall, aber okay. Dann Improvements to Single Entity Unit Combat. Ja, das ist auch immer mal wieder ein Problem bei CA. Hätte man auch weglassen können und hätte man auch schon längst beheben können. Denn Tech Tree Reworks, ich weiß jetzt nicht, warum man dafür jetzt so lange braucht. Ich meine, einige Modder, die kriegen das in einigen Tagen hin und ja, es ist einfach eine. Ich sag ja, ne, es ist ein trockener Sommer. Jetzt sind wir wieder beim Sommer. Der Sommer, der ist ja eigentlich immer schön und so, aber heute, in diesem Jahr ist er einfach trocken, ja. Trocken und dunkel, sag ich mal. Dann AI, Anti-Player, Base Fixes, ja, dass die KI nicht mehr Player fokussiert ist. Das haben die eigentlich in Total War Warhammer 2 auch schon behoben und jetzt ist es wieder drin. Und Ranged Unit Targeting Improvements. Ja, weiß jetzt bald gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Changes, TBC, Free LC, Regiments of Rain und davon bekommen wir hier ganz viele, aber ganz ehrlich, die bringen mich jetzt nicht irgendwie dazu, das Spiel neu zu spielen. Nur jetzt wegen ein paar Regiments of Rain und ja, sie machen es diesmal besser und bringen mehrere Regiments of Rain raus für mehrere Völker gleichzeitig und nicht immer nur dieses Volk jetzt die Regiments of Rain und das nächste Volk und dann das nächste Volk. Und dann haben wir hier Siege Ensklavenish Replenishment Rates. So was Banales, das kommt erst mit Update 1.3. Erst im dritten Quartal, also wahrscheinlich erst im Juli oder im August. Frühestens. Ja, so eine banalen Sachen, die sind dann da drin, die schon längst hätten drin sein müssen. Und dann noch, da kommt dann nämlich Update 2.0. Und dann müssten sie eigentlich hier weiter in die Offensive gehen. Ja. Aber was steht hier? Free LC Regiments of Venom 3. More information, TBC, more content coming in 2023. Was ja auch klar ist. Aber eigentlich müssten sie dann hier weiter in die Offensive gehen. Ja, das hier, das müsste voll reinhauen. Und dann müsste hier eigentlich noch ein Lord Pack stehen. Noch ein Lord Pack oder gleich besser ein Kampagnen Pack. Ja. Und stattdessen schreiben sie hier oder kündigen hier wieder nur Regiments of Renown an. Also, das ist auch irgendwie, ja, dann müssen sie gleich hier da dranbleiben. Ne? Zack, 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 zack und so weiter und so fort. Gleich hinterher liefern. Nein, dann kommen da wie diese scheiß Regiments of Renown. Ich meine, ich mag Regiments of Renown, ja, aber sie werden jetzt hier irgendwie so als Lückenfüller benutzt. Und das ist ja nun eigentlich nicht der Sinn der Regiments of Renown. Jetzt fragt ihr euch, gibt es Hoffnung? Ja, verdammt, es gibt Hoffnung. Und zwar Update 2.0. Ja, 2.0, das Ding, das muss sowas von reinknallen. Und alle, die sich jetzt von Total War Warhammer 3 verabschieden und es nie wieder installieren werden, den kann ich nur sagen, tut das nicht. Macht das nicht, macht das auf keinen Fall. Gibt Total War Warhammer 3 auf jeden Fall wieder mit Update 2.0 eine Chance, ja? Wir bekommen Immortal Empires, wir bekommen das Blood Pack, wir bekommen Old World Update für die Chaoskrieger und wir bekommen noch ein Lord Pack mit vier Champions. Ja, gibt Total War Warhammer 3 wenigstens dann im dritten Quartal nochmal eine Chance. Lasst euch jetzt nicht irgendwie das Spiel vermiesen. Lasst euch nichts einreden von wegen, das Spiel scheiße, der Start war scheiße. Nein, das fasse ich jetzt nicht mehr an. Nein, macht das bitte nicht. Das Content-Team von Total War Warhammer 2 hat hier seine Arbeit aufgenommen. Richard Eldridge, der hat hier alles Mögliche für Total War Warhammer 2 rausgehauen, was geht. Und da können wir jetzt nicht einfach Total War Warhammer 3 so leicht abschreiben, sondern wir müssen dem wirklich hier mit Update 2.0 nochmal eine Chance geben. Und ich denke, dass die große Kampagnenkarte sehr, sehr gut sein wird.
Die wird sehr, sehr viel Spaß machen. Das wird Total War Warhammer 2 um Längen übertrumpfen. Um Längen. Ja, gibt bitte Total War Warhammer 3 nochmal eine Chance. Spätestens mit Update 2.0. Das ist die Message in diesem Video. Ich bin Space Horse TV und ich verabschiede mich. Hinterlasst gerne ein Abo und ein Like. Dann sehen wir uns wieder im nächsten Video oder im Livestream.